So, Grüße aus Canopus. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Odyssey, Origins. Und wir machen weiter heute mit einer weiteren Nebenquest, die aber uns sehr viel Erfahrungspunkte bringt. Warte mal kurz, ich muss mal gucken, hier unten ist nämlich irgendwas. Der Magi ist zurückgekehrt. Oh, ich habe schon lange gesucht. Ja, Moment. Ich bin neugierig, Reda. Wo sind deine Eltern? Das ist eine lange Geschichte, Senny. Ein Philakitai in Alexandria hat sie beim Stehlen erwischt und in einem Bronzebullen gekocht. Bayanuris, das tut mir sehr leid. Das muss es nicht. Die Götter haben mir meine Familie genommen, aber dafür ein Kamel gegeben. Amun, ein tolles Ross. Ich wandere durch die Wüste und kann den Sonnenuntergang sehen, wann ich möchte. Das ist meine Freiheit. Verstehe. Du bist... wie immer sehr weise für dein Alter. Osiris, er hört die Klagen der Schwermütigen nicht. Willst du was kaufen oder verkaufen, Senny? Die Zukunft ist golden. Gut, du hast. Wir können ja mal kaufen. Hekatruhe und Kohlenstoffkristall, also nichts wirklich Wichtiges. Nichts allzu Wichtiges, Leute. Gut, ich hatte mal geguckt, ob Breda was er hat für uns, aber der hat dann nichts. So, haben wir jetzt irgendwie eine Möglichkeit, mal ein Schiff zu holen? Ich habe eigentlich keine Lust mit so. Wir müssen mich da rüber. Naja, dann springen wir halt. Ja, unser Kollege wird uns wahrscheinlich eh wieder gleich helfen. So, untersuchte Ritualstöten in der Welt. Untersuche den Schrein von Serapis. Leider können wir uns gerade um Serapis nicht wirklich uns... Was sage ich? Mit Ansage! Mit Ansage, unser Kollege! Du kannst eh bleiben, ich fahre nur darüber. Ich schätze zu plündern. Brauchen wir es aber nicht. Ich will nur ganz kurz mich da mal umschauen. Ich komme wieder. Schauen. Sind da direkt Schatz? Der ist aber nicht da oben, oder? Na gut, jetzt haben wir ein Problem, jetzt haben wir nicht Krokodile. Wo finde ich den Schatz jetzt? Müssen wir ein bisschen aufpassen jetzt beim Untersuchen. Anzeichen von Gewalt und Blutvergießen. Dem sollte ich nachgehen. So, dann gehen wir hier mal rein. Dieses Symbol.
für Silket, die Göttin der Magie, der Skorpion. Altes Blut verfärbt diesen Tisch. Hier wurde die Leiche vorbereitet, aber schlampig. Das war keine fachgerechte Arbeit. Altes Blut verfärbt diesen Tisch. Jetzt hatten wir ja schon. Kohlschiffkristall. Dieses. Das haben wir schon gemacht. So, jetzt müssen wir weiter durchsuchen hier noch. Dieser Mann wurde halb von Krokodilen gefressen, aber erst nach seinem Tod. Er wurde für ein Begräbnis vorbereitet und die heiligen Organe rausgeschnitten. Zumindest sein Magen wurde entfernt. Gebt den Weg! Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Ja, lass mich mal in Ruhe gerade. Was ist denn jetzt? Verschwinde mal jetzt hier von mir. Haltet den Gegner auf! Ich muss weiter! Der Nepp ist tot! Meine Güte, geht ihr mir auf den Senkel manchmal. So, tschüss. So, okay, jetzt habe ich ein bisschen meine Ruhe. Hier unten ist mich jetzt weiter zum Durchsuchen. Verschwinde, du gehst mir gerade ein bisschen auf den Senkel. So, jetzt ist mal gut jetzt hier. So, wir können doch irgendwas betreten. Ach, hier geht's weiter rein aus. Ja, jetzt hatten wir schon das Thema. Da oben ist noch irgendwas. Hier ist noch irgendwas. Hey, hier ist das. Serapis. Skorpion. Gott von heiliger Erhabenheit und Herr der Sonne. Jemand hat dir ein Mal zugefügt. Der Skorpion ist das Zeichen Selkets. Diese so. Symbole scheinen ein perverses Ritual gegen die Götter zu sein. Wer oder was steckt dahinter? So, Nummer 2. So, jetzt müssen wir noch zwei finden. Frage, wo müssen wir da hin? Ist jetzt gerade die zweite Karte? Dings nicht, zweite Zeichen nicht. Oder ist das hier irgendwie komplett außen vor? Nee. Wo müssen wir denn jetzt hin? Müsst doch da jetzt irgendwas noch suchen oder nicht? Wo
Oder sehe ich es jetzt gerade nur nicht? Kann natürlich auch sein. So. Natürlich müssen wir doch jetzt auch zwei weitere Dings finden, oder nicht? Oder müssen wir erstmal, müssen wir die jetzt auch finden? Es kann natürlich auch sein, dass wir die Dinge erstmal finden müssen. Südosten, hat er gesagt. Also ich gucke jetzt gerade, ich gucke gerade tatsächlich eine Komplettlösung. Hier? Ne, warte mal. In der Nähe. Ne, warte mal, was ist das Kaff jetzt? Cannabis Noma. Stille, Statue, bestimmt die hier, ne? Ich würde sagen, das ist mal meine ganz dicke Vermutung. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da mal irgendwo mal einen Scheinreisepunkt in der Nähe finden. Der müssen wir jetzt mal. Ich vermute, dass es das ist. Wir suchen es einfach mal. Mit Ansage fassen wir mutig. So, es ist ja eine angebliche 17er Mission, also müssen wir da echt ein bisschen aufpassen. Jetzt können wir da nicht hin, oder was? Ich hoffe nur, dass wir richtig sind. Wir haben ja schon eine gemacht, wir haben jetzt die zweite. Das ist jetzt die dritte, die ich jetzt suche. Ich hoffe, dass ich sie finde, wie gesagt. Achso, dem. Ich verstehe jetzt. Ja, ich verstehe auch jetzt gerade so ein bisschen die. Genau, so ist es. Also war es doch das Richtigste. Ach, das Viech da.
Gut, dann nehmen wir mal deinen Bogen. Und du verpisst dich jetzt, oder was? Bei mir soll es rechtzeitig nehmen. So, jetzt muss ich gerade gucken. Da ist noch was. Eine Statue von Sobek, dem Herrn des Nil. Verschwinde mal. Du kannst jetzt nicht mit Pferd jetzt auf da, ne? Meine Güte. Also gut, jetzt muss ich wahrscheinlich einen Chef töten, oder was? So, jetzt muss ich gerade gucken. So, wo ist denn der jetzt hin, oder was? Oh, da ist er. Ja. Warte mal, das machen wir etwas anders. Dann gehen wir mal nochmal hoch. Weil der wird ja kaum hochkommen. Jetzt haben wir es. So, wir sind jetzt schon für 17. Und wir machen jetzt erstmal weiter mit der Untersuchung. Also wir haben heute abgeschlossen offiziell. So, jetzt muss ich gerade gucken. Hey, geht mir auf Senke, verschwinde jetzt von mir. Gute Nacht, mein Freund. So, tatsächlich wollen wir das Boot gerade eben kurz mal machen. Weil das scheint wohl der weitere Punkt zu sein. Der Steuermann ist entkommen. Nee, warte mal, das ist nicht. Nehmen wir mal mit. Ah, wo ist da was weiteres Ding? Angeblich. Tatsächlich, der Dings haben die nur früh abgebrochen. Was haben sich die Diener von der Beschwörung der Göttin der Magie versprochen?
So, verschwinden wir gerade hier. So, ich hoffe, dass es findet jetzt. Da muss ja irgendwo noch ein. Ich vermute, dass das hier ist. Dass es die Gelegger hier sind. Das könntest du mich erklären, vermute ich. Jetzt müssen wir gucken, wo wir hin müssen. Ich muss dringend mehr Reisepunkte freimachen. Östlich von einem schmalen Fluss. Hier? Nee. Doch, das ist es, ja. Doch, das ist richtig. Ja, ja, nee, das ist das hier. Alles klar. Ich habe leider keinen Punkt gerade, wo ich hin kann. Also müssen wir hier hin. Also, wir können aber hier mal hinfliegen, nach Seis. So, jetzt müssen wir gucken. So, als nächstes ist die Ruine. Ja, ich weiß gar nicht mehr, welches das erste war, was wir gemacht haben damals. Also wir haben wohl schon einen Punkt. Aber wir kriegen das schon irgendwie gewuppt, das Ding. Wir sind ja... Ist das eine 17er Mission? Wir sind Level 17. Deswegen vermute ich, dass wir dahin müssen. Es sollen irgendwelche Ruinen sein in der Nähe vom Fluss. Und ich vermute, dass das halt, das was auf der Karte so aussieht, sieht, wie diese Ruinen sind, das Ding. Ich hoffe es, wie gesagt, dass es das ist. Aber sonst kann ich mir jetzt nicht erklären. Ich weiß, dass es hier Sperrgebiet. Willst du mich verarschen? Das ist es dann nicht. Hier ist es hier nicht. Alles klar. Komm, wir fahren. Das könnte auch das hier sein, ne? Ich verschwinde mal von dir. Ich komme später wieder. Wir müssen jetzt Orte suchen. Alter, wollt ihr mich verarschen jetzt gerade? Nächste Lager. Östlich von einem schmalen Fluss. Das kann aber auch nur das hier. Das kann aber auch das Ding hier sein. Also viele Punkte vermute ich, dass es nicht mehr ist. Gut, dann nochmal in die andere Richtung. Ich versuche mich jetzt gerade ein bisschen aus Konflikten rauszuziehen. Aus dem Weg! Ihr braucht mich jetzt gerade nicht anzugreifen. Das interessiert mich gerade herzlich wenig. Bin ich hier richtig jetzt? Hoffentlich mal. Natürlich! Nächste Posten ist das. Also, verarschen jetzt? Ist das wirklich das Ding hier? Meist, wir sind im Vorteil. Ich habe eigentlich keine Lust auf euch jetzt. Ich
Ja, das geht mir. Ja, was soll mir denn? Lass mich doch in Ruhe. So, also nochmal. Eben war das ja auch so ein Ding. Komm her, Pferdchen. Wir gehen schon wieder die ganzen Schwespediten auf den Senkel. Natürlich. Das ist der Punkt, vielleicht. Ja. Blut auf dem Wasser. Omen am Himmel. So. Auf jeden Fall ist es der Punkt, den ich haben wollte. Der Sarkophag wurde wohl mit einem Karren transportiert. Er trägt das Zeichen Senkels, der Skorpiongöttin. Doch wo ist die Leiche? Da ist was. Jemand kam mit einem schweren Karren hierher, nahm denselben Weg zurück. Die zweite Spur ist nicht so tief. Diese perverse Poesie feiert das Chaos. Sie kehrt alles um, was göttlich und gerecht ist. Willst du dich gerade ein bisschen orientieren, ja? Müssen so ein bisschen jetzt gerade aufpassen. Tauchen? Scheinbar, ne? Ja. Armer Mann. Traurig, dass du von den Nilpferden unter Wasser gezogen wurdest. Und dann wurdest du noch von einem ungeschickten Schlechter ohne Daumen auf das Jenseits vorbereitet. Wo ist deine Leber? Das ist nicht lange her. Der Karren ist vielleicht noch nicht weit. Ich finde sicher noch weitere Spuren. Die Täter dürfen so etwas nicht noch einmal tun. So, nehmen wir mal alles mit, was hier unten so rumkreucht und fleucht. Jetzt müssen wir mal hoch, langsam, weil wir Luft holen müssen. Aber gut. Der Punkt, wo wir hin müssen, ist hier hinten. Da brauchen wir natürlich nicht hingucken. Das ist tatsächlich ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Aber wir haben einen Vorteil. Jetzt werden wir jetzt aufs Land, aufs Wasser gehen. Wir gehen jetzt aufs Wasser raus und da weiß ich, dass wahrscheinlich unser Kollege nochmal kommen wird. So, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Dunstkreis der Nilpferde raus. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich jetzt ein bisschen Ruhe habe. Vor allen Dingen ist da voll ein Schiff. Das ist gut, ist da Schivis. Schiffi, moin denn. So, wir müssen nämlich weiter raus. Ja. So, wir müssen eine alte Tempelruine durchsuchen. So geht es dann nämlich weiter. Die zwei Dickhäute haben uns jetzt gerade nicht so. Jetzt gerade uns nicht so wirklich. Wirklich beachtet, Turm war es eigentlich richtig. Das wollte ich eigentlich mittlerweile sagen.
So, wir müssen eine alte Tempelruine suchen. So, ich hoffe, dass wir jetzt ein bisschen Ruhe haben, dass wir hier nicht jetzt viel Feindpräsenz kriegen. Ich kann es natürlich jetzt nicht versprechen. So, ich jetzt das ja, ja, das heißt, ich sehe schon. Wow. Genau, das ist zweit. Das hat schon den Vorteil. Das hat so schon den Vorteil. Den einen kriege ich wahrscheinlich per Dings, in den anderen werde ich mir. Ich frage mich, ob hier Olivenbäume wachsen. Das glaube ich nicht. Ist das Feinde? Ein gutes Geschäft sein. Ölpressen und Nil auf- und abwärts verkaufen. Genau wie die Olivenbäume in Kyrene. Stirb, du Sau! Hey! An die Waffen! Es gibt Ärger! So, was wäre da? Was schießt auf mich da jetzt? Ich weiß, dass da oben noch einer ist, das ist klar. Von rechts muss doch irgendwas kommen. Du bist das, mein Freund! Das ist gut. Du warst das, du kleiner Sack, Alter. Ich will ihn ins Feuer legen, eigentlich gerne mal. Geht, klappt das? Oh ja, tatsächlich. Ich wollte mal was ausprobieren. Ich hab da gerade ein bisschen Spaß dran. Ja, Mann. Jetzt. So. Das war's mit euch Banditen. Und wir machen jetzt weiter mit dem ganzen Geschosse hier. So, Dinge müssen wir jetzt durchsuchen. Untersuchen ist halt ein Tempel, so alles klar. Moin. Hier gibt's Dinge. Schau mal hinein. Was will ich? Geister? Dämonen? Ich muss den Ursprung der Gesänge finden.
Okay, das war's sogar schon. Aber ich will mal kurz noch die Sachen hier mitnehmen, die hier liegen. Für den Eingang zur Höhle. Da unten. Alles klar. Dann für den Eingang zur Höhle. Alles klar. Wir sind also da hoch wieder. Sag mal, was? Ich reiß dir die Eingeweide raus. Alter, Oida. Gute Nacht. Euer Geld braucht er nicht mehr, nehme ich mal mit an mich. Und nein, die zwei lege ich jetzt natürlich nicht ins Feuer. Das ist jetzt so ein bisschen eine blöde Spielerei gewesen. Wir machen natürlich weiter. Mit der Höhle. Ich will diese Mission gerne heute abschließen, auf jeden Fall. Dann haben wir, das ist eigentlich eine Nebenquest, aber die bringt halt extrem viel Erfahrungspunkte. Und deswegen ist es so wichtig. Steigreis der Hathor. So. Erkunde die Höhle. Ich weiß noch nicht, ob wir hier Feinde finden. Warte mal. Die mysteriösen Morde führen hierher. Dieses Symbol ist alt. Dieser Ort stammt aus einer vergessenen Zeit. Okay. Ich hoffe, ich verstehe. Was soll diese Unverschämtheit? Wer wagt es, unsere heiligste Arbeit zu stören? Ich habe doch gar nichts gemacht. Eine Spur des Todes führte mich her. Diese Höhle stinkt nach Gottlosigkeit. Bist du dafür verantwortlich? Die Göttin Selket ist die, die unsere Kehle zuschnürt und auch die, die uns atmen lässt. Ich tue ihr Werk. Ich bin ihr Stachel. Alle Seelen entstammen minderwertigen Konfessionen. Aber wir studieren ihre Organe und lesen ihre Zeichen. Bald kennen wir die Geheimnisse Selkets und werden unsterblich. Das war deine letzte Chance, die Gunst der Göttin zu gewinnen. Dann testen wir mal deine Unsterblichkeit. Nimm ihn seinen Atem. Da. Ich muss mal gerade hier raus aus dem Haus, der im Kampf. So, der ist schon mal tot. Du Sackalter, du Sackratte. Das war mir fast klar.
Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Also gerade, ich habe jetzt natürlich immer noch alle drei, oder was? Nee, hab ich nicht. Ich könnte gucken, wo der Scheiß-Höhleneingang wieder aus, oder was? Warum zur Hölle muss ich jetzt hier runter noch? Muss ich jetzt echt den Eingang nochmal finden, oder was? Ja, ich weiß, dass ich hier da drin war, aber muss ich jetzt echt nochmal... Jetzt verlässt der scheiß Höhleneingang. Da. Also zumindest eine Kollege schon mal Geschichte von dem. Ich weiß nicht, wie der zweite aussieht. Warte, wo ist denn der Höhleneingang? Sonst bin ich dahin. Ist natürlich geil, dass wenn ich rausspawne, dass ich direkt doch mal hierher muss. So. Aber ein Vorteil hat's. Ein Vorteil hat es. Ich glaube, das ist der Typ, von dem der zweite nämlich heute weg ist. Also wie gesagt, wir sind ja zu dritt eigentlich. Ja. Ja, die sind zwei. Also ich, oder hat er jetzt noch seinen Kollegen dabei? Was soll diese Unverschämtheit? Ich bräuchte mal ein bisschen Zeit vor allen Dingen. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Ruhe. Du musst den ganzen Weg jetzt nochmal rennen. Natürlich muss ich den ganzen Weg jetzt nochmal rennen. Och, das ist schon mal scheiße gemacht. Das ist aber scheiße gelöst. Das ist aber scheiße gelöst. Warte mal. Wo ist diese scheiß Höhle? Wie wachsen jetzt? Da.
ey, das ist aber scheiße gelöst. Das ist den Typen. Ich hatte mir auch was gedauert eigentlich schon, ne? Warte mal, rüsten wir uns aus, ob wir eine Möglichkeit haben, hier noch was zu tun. Das ist ein leichter Bogen. Was habe ich denn hier eigentlich jetzt gerade drin? Jagd und selten leichter Bogen. Die Axt mal rein. Vielleicht ein bisschen an der Waffe. Was soll diese Unverschämtheit? Sacke. Jetzt muss ich gerade gucken, wo der ist, der eine. Ja, der ist der. So, jetzt ist mal dann am Ende. Jetzt seid ihr am Ende, meine Freunde. Es hat tatsächlich mit der Axt am Ende dann am Ende was gebracht. Da hatte ich ihn dann relativ leicht. Ich will das mal plündern kurz. Mal das aussitzen gerade, weil wir nicht mehr wiederkommen wahrscheinlich. Keine Sorge, ich werde den gleich nochmal gucken. Ich werde nur, wie gesagt, die Sachen hier mitnehmen. Da. Da ist noch zwei, drei Sachen. Ja. So, und dann werden wir uns mal kurz den Tod hier bestätigen. Und lösen die Quest der Geschmack ihres Stütz. Ja, damit haben wir also. So, und den Kollegen hier rösten wir mal ganz kurz eben durch hier. Oh, ist noch was. Hier auch noch. Zu spät, um dich zu retten. Aber du bist das letzte Opfer dieses Rituals. So, damit haben wir das auch. Eigentlich solltest du mitbrennen, aber gut. Wo ist denn der dritte von dem? Achso, hier. Wo ist denn der? Da bist du, mein Freund. Ja, ist halt so. Schade, ich dachte, hier brennt man schön durch. Hier. So, gut. Die Quest, nachdem es so lange gedauert hat, haben wir sie also abgeschlossen. Die nächste wäre dann diese hier. Das ist jetzt wieder eine Nebenquest, die nicht allzu viel lange dauert. Aber wir haben jetzt was von Level 18 raus mittlerweile.
Was haben wir jetzt da getötet überhaupt? Der Geier? Der Widder? Ah, auf jeden Fall haben wir so Nebenquests, weitere Nebenquests. Ja. Und Nahkampf, also ich bin gerade so ein bisschen Klingenzepter. Warte mal, ich teste mal aus gerade. Kann man so mal machen. So, gut. Die nächste Hauptquest, die wir jetzt noch heute, also nicht heute machen, sondern überhaupt mal machen. Oh, jetzt muss ich natürlich da hoch, wie hoch? Der ist nämlich da oben. Und da ist nämlich auch der Kollege der Außenseiter. Der ist in Alexandria. Ich glaube, aber wir sind ja wieder belaufen. Könnte Level 18 sein. Dann hat man so, haben wir eine kleine Chance, an den Kollegen zu kurz wegzunatzen. Sind wir Level 18 schon mittlerweile? Gut, wir sehen uns trotzdem in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's als 10 mit einem anderen Namen weiter.